Hallihallöchen, Leute, und mal willkommen zu Let's Play Counter-Strike Condition Zero. Ja, sei ruhig. Und ich bin immer noch krank und habe immer noch kaum Leben, was ich schlecht finde, aber ich versuche einfach mal durchzugehen und zu sterben. Ja. Hoffentlich klappt das. Ich habe schon wieder Leben verloren. Locate Hostages. Au, au, au. Okay, 9 HP. Das ist nicht gut. Ich verstehe deine Sprache nicht. Deswegen kann ich dich auch nicht nachahmen. Wow. Leben! Quick Save! Geht doch. Haha. So, der ist tot. Das finde ich gut. Und wir haben wieder Leben. Das beruhigt mich schon mal sehr. Das heißt, wir sterben nicht fast wie in dem letzten Bad. Und was labern die ganze Zeit im Hintergrund? Ah. Jetzt wer? Wer? Ja, wie war das mit dem wir haben wieder Leben? 13 AP. Die machen aber auch viel zu viel Damage. Und die sterben nicht. Mann. 4 HP. Medkit, irgendwo. Bitte. 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 Ich brauche ein Medkit. Nein, kein Autosniper. Medkit. Meine Wünsche werden erhört. Die haben zweimal hier gesagt. Will you protect me, officer? Once the package is in position, radio for dust off. I've never been in this kind of danger before. Ich mach das schon. So. Ja. Yeah. Ganz ruhig. Hier sind nur überall Leute, die mich abschießen wollen. Ihr seid vollkommen sicher. Medkit! Okay, hier ist niemand. Hier ist Munition, die ich anscheinend nicht aufnehmen kann. Medkit! Über 70 HP! 100 HP! Game saved! Aber so richtig! Was? Wow. Das ist übertrieben. Aber die machen immer noch verdammt viel Schaden. Was ich nicht so toll finde. Ah, wir haben einen Helikopter auf unserer Seite mit Wow. Rockets. Wir haben einen verdammten Kampfhelikopter auf unserer Seite. Ich sag dazu nichts. Ach, euch stört das nicht. Das ist schön. Das ist schön, wenn euch das nicht stört. Hä? The fuck just happened? Och nö, jetzt muss ich das nochmal machen. Ihr seid doch doof. Smoke Grenade. Ja. okay. Mach ich's halt nochmal. Hab ja Zeit. In diesem Fall nutze ich meinen Autosniper und werde hoffentlich nicht von Typen mit Swoosh-Raketen abgeswooscht. Ah, jetzt geht's los. Nicht ein HP verloren. Yay. Yay, 4 HP verloren. Hä?
Was? Warum? Okay. Die haben anscheinend irgendeine Instant-Death-Waffe. Und die können die nur benutzen, wenn wir da draußen stehen. Muss ich mir merken. Instant-Death-Waffe. Ich verstehe aber nicht, warum. Warum sterben wir dann, wenn wir da draußen stehen? Macht keinen Sinn. Warum? Warum passiert das? Das hat doch gerade schon fast geklappt. Warum ist das Spiel auf einmal so schwer? Das war mal leicht. Da ist man einfach durchgegangen und das war's. Und jetzt muss ich mich ja anstrengen. Achso, ich muss erst. Ich gebe mein Bestes. Bro. Wenn mich jetzt nicht wieder einfach irgendwas tötet. Wie die Map oder so. The fuck? Warum? Ich muss also Glück haben, dass er den Helikopter nicht trifft. Toll. Das kann was werden. Ich mache jetzt einen Quicksave, nachdem die Mission los ist. Und jedes Mal, wenn ich einen Bazooka-Typen töte, mache ich noch einen Quicksave. So. So klang das gerade. So ungefähr. So. Habt ihr gut gemacht? So. Da kommt. Gehen raus und da. Ah, das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Quick save. Ihr kennt den Helikopter schon mal gar nicht. Ich muss ja an sich. Wow. Gut. Gut. Wow. Okay, das ist böse. Das ist wirklich böse. Nein, das Spiel kackt ab. Nein. Nein. Warum jetzt? Ah, bis gleich. So, hab das Spiel neu geladen. Das Level ist mir irgendwie viel zu kaputt. Ja. Kaputt trifft's ganz gut. Ah, kommt da. Warum? Ist das ein anderer Helikopter gewesen? Okay. Und warum habe ich jetzt keinen Schalldämpfer mehr? Okay. Okay, Quick Save. Und das Spiel kackt mich ab dabei. Das ist schön. Ich trau mich hier nicht raus. Ich trau mich hier eindeutig nicht raus. Lass mich in Ruhe, da ist ein Typ mit Bazooka. Oh yeah! Ich hab's geschafft! Nach einmal Spiel abkacken und ganz viel alles in die Luft gejagt und Mission Failure? Aber wir sind in der nächsten Mission. Why not? Oh Gott, das Spiel ist so kaputt. Das Level jedenfalls. Aha. They fortified the main entrance and positioned heavy weaponry on multiple floors. Now, the bad news. They have a tactical nuclear device and are planning on setting it off in the next 2 hours. MI5 doesn't know the exact location of the nuke yet, so we'll have spotters on lookout during the operation. I won't blather on now. You'll receive further instructions once inside the building. Good luck and Godspeed, lad.
Oh Gott, sie sind britisch, aber Briten sind cool. Jedenfalls, wir stehen jetzt schon in der letzten Mission, Rise Hard. Hab nämlich mal nachgeguckt, wie viele Missionen es gibt und so. Und erstmal viel zu viele Geballer. Ich brauch Zeit zum Reden und Nachdenken. Wir haben gerade diese letzte Mission geschafft. Dann wurde der Helikopter erstmal so voll Kanne abgeknallt. Und dann haben wir es nicht mehr geschafft. Und dann haben wir es doch geschafft. Hä? Spiel, du machst keinen Sinn. Save. Einfach mal save. Naja, wir sind immer bei der letzten Mission. Rise Hard. Also so richtig hart. Nicht nur ein bisschen. Find a way into the skyscraper across the building. Und wow. Ruhig. Okay, das scheint keine leichte Mission zu sein. Jetzt wird wahrscheinlich nochmal so alles, was in diesem Spiel bis jetzt kam, in unser Gesicht gefroren, reingeworfen. Ah, die können wir auch nicht abschießen. Und einer ist schon tot. Oh Gott. Was ist hier los? Aber wir müssen auch aggressiv rein. Die haben eine verdammte Atombombe und die geht in 2 Stunden hoch. Okay. Rein da! Haha. Gut. Oh, cool, wir haben eine Diegel. Immerhin sind wir ganz nett ausgestattet. Okay, die Mission geht irgendwie viel zu actionreich los. Von allen Seiten wird geschossen und alle stürmen sie nur los und töten jeden, der ihnen in den Weg kommt. Und gut, wir haben immerhin nur einen Weg. Ah, Gott. Ich glaube, das wird eine schwere Mission. Aber die schaffe ich heute noch. Die schaffe ich heute noch, auch wenn ich krank bin. Vielleicht hilft mir das Kranksein ja gerade, die Mission zu schaffen. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Tässchen Tee, bevor ich weitermache. Ah, jedenfalls. Das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, sagt mir, was ich besser machen kann. Also dann, bis zum nächsten Mal.